willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute haben wir was ganz, ganz Besonderes vor, denn als wir ausgewandert sind, hat der liebe Danny, der Patenonkel der Kinder, denen 300 Euro geschenkt, also pro Kind 150 Euro. Das Geld nehmen wir jetzt und fahren in den Spielzeugladen und die Kinder dürfen sich aussuchen, was sie wollen. Ich bin ja sehr gespannt, für was sie sich entscheiden werden. Ja, schaut einfach selber. It's what you're doing, making me feel like I'm falling. Geht jetzt in die Schule und ihr wisst, was hier drin ist. Ja. Was ist hier drin? Ein Schulrucksack. Ja, aber ihr wisst nicht, wie der aussieht. Ich glaube, mit wem fangen wir an? Mit Jayla oder mit Kyla? Kyla. Okay, das ist dein Kindergartenrucksack, beziehungsweise Schulrucksack. Bist du gespannt? Ja. Ich bin selber voll gespannt, wie der aussieht. Oh mein Gott, ich habe ihn schon gesehen. Ist das der gleiche? Mein Gott! Der ist wunderschön! Oh! Wow! Guckt euch den schönen Rucksack an! Sind das schon Schulsachen? Wir packen jetzt erstmal Jaylas aus. Und dann schauen wir mal, ob da was drin ist. Ich will es allein mitnehmen. Okay. Ich auch. Einen Moment. Und ich will allein. Jetzt dürft ihr die Rucksäcke aufmachen. Wir schauen, was drin ist. Was ist da? Ein Turnbeutel. Das ist für Sport. Was ist hier noch? Oh mein Gott! Was ist das? Mama! Cool, was ist das? Ich hab das gewünscht, Mama. Zeig mal. Oh mein Gott, wie schön ist bitte diese Federmappe. Ist das eine Federmappe? Wow, die ist richtig schön. Zeig mal, was hast du noch? Was ist das hier? Noch eine Federmappe. Oh, ich habe zwei Stück. Mach die mal auf. Wow, wie schön. Ich will die aufmachen. Oh, da ist so viel Platz im Rucksack. Aber da ist nichts mehr drin. Keine hat noch eine Tasche. Mit einer Unterteilung. Mama, keine hat noch eine Tasche. Zeig mal. Was ist das? In der Tasche ist noch eine Tasche. Ein kleiner Rucksack. Oh, da sind Stifte drin. Mama. Du hast auch eine Federmappe. Jetzt bist du einfach ein Schulkind. Und Kyla hat genau die gleichen Mäppchen. Einmal so eins und einmal so eins. Zeig mal, da kannst du deinen Stundenplan reintragen. Hier ist auch richtig viel Platz, auch so eine schöne Unterteilung. Dann ist hier nochmal ein Reißverschluss. Und, wie gefallen euch die Taschen? Schön. Und hier habe ich das Ding auch auf meine... Die Taschen sind auch richtig gut gepolstert, damit man keine Rückenschmerzen bekommt beim Tragen. Mama, kannst du das auch machen? Oh, guck mal. Hast du das schon gesehen? Ja. Oh, das kannst. Die hat auch eine wahnsinnig gute Qualität. Also gefällt mir wirklich sehr gut. Und diese auch die kleine Tasche ist hier gepolstert. Auch hier sind ganz, ganz. Oh mein Gott, ich habe gar nicht gesehen. Schön. Hier vorne ist einmal eine Tasche, dann ist hier nochmal eine Tasche. Dann hier nochmal an den Seiten. Hier kann man Schlüssel dran machen. Oh Gott, hier oben ist noch eine Tasche. Wow, die hat echt sehr viel Stauraum. Ach ja, genau. Das ist, ja, jetzt wollen wir mal gucken, was das hier ist. Das und das. Was ist das? Mama. Mach mal auf, Tierpfeiler. Und das ist so ein kleines Portemonnaie. Süß. Sehr, sehr süß. Ach, das ist ein Regenschutz für die Tasche. Wow. Sehr, sehr toll. Diese Tasche ist auch der Hammer. Die hat hier auch Seitentaschen. Dann hier vorne noch mal eine Tasche. Hier drinnen gibt es wieder so zwei Unterteilungen. Einfach richtig, richtig goldig. Schaut euch mal an, wie schön das hier gemacht ist mit Namensschildchen. Hast du dich verliebt? Oh, ich habe auch mein Portemonnaie. Sie freut sich gerade total. Sie war gerade total traurig, dass nur Kyla das hatte. Aber sie hat auch einen Regenschutz und auch ein Portemonnaie. Mama, Jayla hat
Was? Schau mal, das kann man immer abwechseln. Zeig mal, diese ganzen Sticker sind dabei. Ja, und dann, je nachdem, welche Laune man hat, kann. Ach, hier kann man das auch draufkleben. Hier, das ist sogar, das reflektiert. Und es gibt sogar noch Seitentaschen hier und hier. Also Leute, diese Tasche hat so viel Stauraum. Hier ist noch so ein Gummi dran. Hammer. Und das Beste ist, die wiegen noch nicht mal ein Kilogramm. Die wiegen 970 Gramm. Das ist der absolute Wahnsinn. Hier ist auch noch mal eine Tasche. Hier sind diese Reflexionen, damit man die Kinder auch gut erkennen kann, wenn es noch nicht so hell ist. Genauso wie hier. Ja, also ich bin begeistert. Und ihr? Hier ist noch eine Seitentasche. Warte, auf der anderen Seite. Genau, im Turnbeutel ist auch noch mal eine Tasche. Wie gefällt es euch? Gut. Mir sowieso. Wenn es pink ist, dann ist alles super. Sehr schön, dann kann die Schule jetzt losgehen. Ja. Dadurch, dass die Rucksäcke eine ergonomische S-Form haben, ein 3D-Bogendesign und das 6-Punkt-Tragesystem, wird die Belastung um 30% reduziert. Die Rucksäcke haben ein großes Volumen und ganz viele Stauräume. Das 360-Grad reflektierendes Design sorgt für die Sicherheit der Kinder auf dem Schulweg. Die Rucksäcke haben einen dreifachen Schmutzschutz gegen Wasser, Staub und Fett. Sie sind 99% antibakteriell, antischimmel und antigeruch. Und was ich am coolsten finde, was für mich der größte Pluspunkt ist, dass die Taschen nachhaltig sind, der Hauptschutz und das Futter der Tasche bestehen aus 100% recycelten Flaschen. Guck mal, wie ich meine Schuhe aus Versehen angezogen habe. So wie du, Emma, der Apfel fällt nicht. Als ob dir das noch nie passiert ist. Eigentlich nicht, vielleicht wo ich drei war. Hayley schaut so süß aus in dem Kinderwagen. Alles rosa. Sehr gut. Hayley ist hochgesprungen. Jetzt musst du drücken. Die Kinder nennen diese Mall Hasi Mall, weil hier so ein riesen Hase ist. Sag mal Hasi, hallo. Hasi, hallo. Ja, ich weiß. Come a little closer. I wanna dance with you. Looking good tonight. I wanna kiss you before the sun goes down. It's what you're doing, making me feel like I'm falling. And when you're moving, I can hear my calling. There's no one else here that I see but you. It's what you're doing, that's making me feel like I'm falling. Yeah, I'm falling in love. Ich hätte ja gerne das gekauft, aber das passt leider nicht in unser Auto. Oh, ist so schön. Guck mal, was für ein Barbiehaus. Aber es passt leider nicht in unser Auto. Wow. Wow, ein Kuscheltier für 50 Euro. Super. So toll. Was kostet der? Wow, 60 Euro für ein Kuscheltier. Jayla, schau mal hier. Was ist? Jayla hat die Bastelecke gesehen.
Oh, oh, das darf sie auf keinen Fall sehen. Sie kann man haben, selbst machen, Mama. Wow. Das hat sich Jayla auch mal gewünscht. Okay, Leute, wir gucken jetzt mit den Kindern und dann werde ich euch zeigen, was sie sich ausgesucht haben. Wow. Boah, das wäre was für Kayla. Die liebt ja Autos so mega. Es kostet 200 Euro, 225. Boah, heftig. Hammer. Oh, da hinten gibt es sogar Playmobil. Ich liebe ja Playmobil, weil man damit so lange spielen kann. Also auch wenn man ein bisschen älter ist. Das meiste Spielzeug wird gekauft, einmal gespielt und fertig ist die Sache. Aber mit Playmobil kannst du so lange spielen. Ach nee, das ist gar kein Playmobil, das ist Lego. Ich glaube, ich nehme für Hayley auch ein Spielzeug mit. Irgendwas, was Geräusche macht. Boah, das ist geil. Das ist so ein Elektroauto. Das ist cool. Das können die sich sogar holen. Wie süß. Kennt ihr diesen Film? Vom, wie ist das? Blue? Ja. Richtig niedlich. Da haben wir doch von den. Hier gibt es einfach Polly Pocket. Cool. Ach so, ja. Okay, wir haben jetzt die Mall gewechselt, weil es da nicht so viel Auswahl gab. Aber auf jeden Fall gehen wir jetzt in den anderen Laden, weil es da viel, viel mehr Auswahl gibt. Da waren wir schon mal drin. Es ist ein riesen heftiger Spielzeugladen. Und zwar ist das dieser Laden hier. Er hat eine untere Etage, wir gehen aber direkt hoch. Der ist an Feiertagen immer richtig krass geschmückt. Also so Weihnachten, Halloween. Halloween war hier so eine geile Deko. Ja, Halloween war schrecklich, hatte ich schon Angst. Yeah, hier gibt es auch Playmobil. Wie geil. Ja, wir brauchen nichts zu kaufen. Warum? Ja, ne? Ja, so ein Pool wollte ich den kaufen. 10 Euro nur. Oh, so ein Häuschen wäre auch richtig cool. Ja, voll toll. Das ist doch voll stabil, ne? Ja, bestimmt geklebt. Ja. Hier bieten die dann immer irgendwas an mit Basteln oder weiß ich auch nicht, aber das ist richtig süß. Oh mein Gott, Leute, kennt ihr diese Teddybären? Man kann hier sich hier einen Teddybär aufstopfen lassen, dann kann man den egal wie anziehen. Oh, aber ist natürlich richtig, richtig teuer. Schaut, da kann man... Hallo! Oh, so. Wow, mein Gott! Keiner! Boah, Leute, dieser Laden ist einfach viel, viel, viel geiler. Viel mehr Auswahl, viel größer. Gott sei Dank haben wir den Laden noch gewechselt, oder? Ja! Schaut mal! Oh, süß! Ganz viele Barbiehäuser, Küchen. Leute, kennt ihr Furbies? Das, in meiner Kindheit gab es Furbies. Oh. Ja, ich hatte sogar welche. Also dieses riesen Barbie-Haus kostet 500 Euro. Das ist schon heftig. Was ist das? Das ist ein
Weiß ich gar nicht. Ach so, ein Rucksack. Ich wollte das schon immer haben. Darf ich nochmal? Ja, klar. Nimm. Cool, Mama. Du auch? Aber ihr zweimal das gleiche? Ihr könnt ja zusammen spielen. Hier gibt es einmal Baby mit Kinderwagen noch dazu. Hast du schon? Dann haben wir hier eine Waschmaschine. Waschmaschine. Das finde ich auch echt richtig cool. Was kostet das? So, ich zeige euch jetzt, was wir ausgesucht haben. Also, Kyla hat sich einmal ein Barbie-Auto ausgesucht. Dann eine Prinzessin. Dann hat sie sich sowas ausgesucht von Silvanas Family. So. Dann einmal den Kinderwagen dazu und die Waschmaschine. Ach so, genau, und das eigentlich nicht. Papa zeigt, was Jayla gekauft hat. Die hat einmal das. Wir sind gerade am einmal klären. Eine Ballerina. Wir sind gerade am klären, ob die was wegmachen soll. 169, die Barbie kostet 79. Wenn wir die machen, dann haben wir schon mal 80 Dirham. 319. 319 plus 169. Wie viel sind das, Schatz? Das ist eigentlich schon voll. Nur zwei Sachen, das fehlt ich. Ja, Jella. Das ist nämlich sehr, sehr teuer. Die hat 20 Dirham, also können wir die 199 für 20 Dirham nochmal kaufen. Ja, diese drei Sachen, Jella und Felix. Okay, also Jella, oh Gott. Aber dieses Kleid will ich auch nur. Jella ja, hat sich so ein Kleid ausgesucht. Oh, ist das ihre Größe? Ja. Okay. Dann einmal, oh, diese zeig Puppe, mal. So schön. Dann hat sie sich so ein Set ausgesucht, so ein Tierarzt-Set. Was hat sie noch? Achso, ja, genau. Unbarkisch. Und diese Ballerina. Boah, krass, sind die Spielzeuge teuer. Ja, ey, das hier kostet 80 Euro. Das ist so heftig. Ja, das ist bestimmt, weil das von Barbie kommt. Also würden wir... Wenn wir Dreckenmarkt, ich hätte das Auto nicht mehr. Würden wir so niemals erlauben zu kaufen. Nein, nein. Alles nur deine Möglichkeit gemacht. Ja, Kinder, sag Dani Dankeschön. Sag Dani, danke. Kyla, sagst du Dani Danke? Danke. Die macht noch immer heute voll. In the moment, moment, and don't go wait until the morning, morning. You never know it.